So, und dann haben wir ganz schnell beendet, so. Und dann halt wieder gestartet den Server und dann plötzlich komplett weg gewesen das Haus. Beide Häuser, wo irgendwas drin war. Ja, wobei, Alter. unser das, wo ich jetzt hier drin stehe, das noch nicht. Doch, natürlich, alles. Nein, wo wir das erste Mal draufgegangen sind nochmal. Da war nur das hier weg, weil er gedacht hat, das gehört uns wahrscheinlich. Ja, aber der Wärter hat alles das, zerstört. Ja, danach. Wir waren einmal drauf, da war nur das Haus zerstört. Und dann waren wir nochmal drauf, also du, und dann war alles weg. Also war ein bisschen scheiße. Aber naja, gut. Aber es sind halt, das ist so ärgerlich, so Pisskinder. Die so einen Scheiß machen, ey, die haben echt Langeweile, ey. Mhm. Weißt du, die wissen ganz genau, aber gut, das interessiert die ja eh nicht, dass man an solchen Sachen hier lange arbeitet. Aber dann gut. Ja, wobei, ob sich viele Leute sowas, was Größeres aufbauen, weiß ich nicht. Keine Ahnung, es gibt ja noch keinen, der so viel, das sagen wir mal, aufgenommen hat, wie wir Let's Play haben. Glaube ich zumindest. Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, wir sind die Einzigen, die so viel haben im Moment. Es gibt zwar mehrere, die haben schon Let's Played. Ja, das aber ja. Ich glaube, es gibt entweder, es gibt noch jemanden, der fast 100 Folgen schon hat. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Weißt du, was ich gerade eine Idee habe? Ich schlage irgendwann hier so diese beiden Dinger weg, ne? Und da auch. Wo? Also hier an der Wand und so, ne? So ein paar Teile. Und tu da Holzpfosten vor, wo man durchgucken kann, aber noch halt. Dann ist das wie so ein Fenster. Ah. Das stimmt. Ja, wir müssen ja auch gucken, wann es Tag ist. Richtig. Gut, wir können zwar an eine Uhr orientieren, aber trotzdem, dass man da draußen gucken kann ein bisschen. Ja. Das meine ich. Weil sonst ist das zu bunkerhaft hier. Jetzt soll es so auch sein. Ich werde auf jeden Fall eine Mine auch hier in unser Lager reinbauen. Eine richtig schöne Mine. Ja. Aber erstmal müssen wir das Äußere machen, ey. Das dauert. Ja. Aber gut, wir sind schon weit gekommen, wie gesagt, ey. Wir haben vorletztes Mal haben wir wirklich gut die ganze Folge, also die ganze Aufnahme haben wir dann gearbeitet, ne? Und dann schafft man ja auch natürlich was. Wenn jeder zwei Spitzsacken hat, wenn man genug zu trinken mit hat, um halt seine Ausdauer zu generieren, Essen mit hat, dies, das, eine Waffe mit ein paar Patronen drin oder halt irgendwie eine Nahkampfwaffe, dann kann man auch da wirklich gut das schaffen. Also, ich bin sicher, wenn ich halt vom Einkaufen wieder zurück bin nachher, werde ich dann halt dann da drauf den Tag dann auch wieder mit anfangen. Dann kannst du ja vielleicht gucken, dass du zwei Spitzhacken jeweils einem machst, dass man wirklich sagen, der eine fängt dort an, der andere fängt auf der anderen Seite an und dann... Ja, weil wir müssen den Kram auf jeden Fall fertig haben und dann am besten so schnell wie möglich auch die Mauer... schon mal so die erste nicht fertig, aber schon mal in so einer... also richtig abgeschlossen haben und dann kann man gucken, wie hoch man das macht. Genau. Weil die Höhe spielt ja keine Rolle. Erstmal. Genau, das ist es. Und was halt die Sache ist, ob halt die Zombies auch hier drin spawnen, dann innerhalb unserer Mauern... Oder ob die halt immer alle von außerhalb kommen. Ich glaube, die spawnen auch innerhalb. Aber die sind dann erstmal egal. Ja, weiß ich jetzt nicht. Weil, wenn man sich aufs Dach stellt irgendwo, und dann wird Nacht, dann kommen die alle, wirklich viele aus dem Wald gerannt und sowas, ne? Ja. Gut, haben wir? Ja, wir können. Okay. Hä? Okay. Oh, da sind viele vorm Eingang, ey. Mach erst das obere. Das ist doch nur das untere, dass wir da drankommen eigentlich. Hä, wie kommt der Hund hier rein? Dein Hund? Ja. So, warte, noch ein, zwei Schläge, dann ist das... Ich esse erstmal was. So. Ich hab nur die eine Waffe bei, die... Warte, rausgucken. Ne, ist keiner. Mach schnell. Und sofort ins Grüne rennen. Ran. Geht eigentlich. Hä? Oh. Ihr habt halt auch mehr davon. Oh, scheiße. Axt nehmen und sofort loslegen. Ach, da sind sie. Ah. Wobei zerstört ist hier im Moment. Nix, ne? Oh, jetzt kommen sie. Ich
weiß auch gar nicht, was die Zombies anlockt. Alter, meine Ping geht immer nur dann hoch, wenn so viele Zombies hier sind. So. Ich weiß gar nicht, was die Zombies eigentlich auch anlockt. Ich denke mal, unsere keine Ahnung, auch Geräusche. Gut, aber ich werde erstmal. Oder das los. Lager, aber. Kann auch sein, weiß ich nicht. Los. Oh, mein Handy. Mach doch dein Handy aus. Ich brauch das. Eieieiei. Och, Jung. Hör auf damit. Oh, keine Munition mehr. Ich wollte gerade abdrücken. Kennst du das auch so Filmen, wenn man gerade abdrücken will und dann... Ja. Zumindest können wir ruhig mal helfen, hier den Baum abzuholzen ein bisschen. Oh, dann schlage ich auf Gras die ganze Zeit. Das ist auch noch so ein bisschen Barry. Man schlägt genau auf Gras. So. Man kriegt da so wenig Holz raus. 7 Stück habe ich jetzt nur aus 2 Bäumen, ey. Klack, 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 da. Die großen Bäume, die muss ich fällen. Da. Genau. Och, du Biene, wo bist du? Wo bist du? Ganz oben, boah, fliegen die hoch, die Bienen, ne? Ja. Aber ich finde die gar nicht so schlimm. Aber bei mir ist auch irgendwie Frame-Einbrüche, seit es auf Steam läuft. Ja. Ja, ich glaube, weil man mit dem normalen Menü, was man hatte, hat man halt Dings gemacht. Wie heißt noch, einen eigenen Server, also halt richtig eigen und nicht über Steam laufen lassen. Ja, und das nervt mich ein bisschen. Ich muss die großen Bäume abholzen. Also da muss ich nur gucken, ob ich die Grafik wieder... Vielleicht hat sich auch bei mir die Grafik einfach wieder umgestellt. Durch Steam. Ja? Das kann auch sein. Oh, dann schlage ich immer auf. Alter, ey. Sowas von verzögert. Ja, aber wenn die es wollten halt, das ist jetzt über Steam einfach nur noch... läuft, ne? Ja, das Problem ist, ich mache eine Tasche auf, drück auf E... und nichts passiert, ey. Das ist es ja, man kann das Spiel noch so normal spielen halt, ne? Ganz normal, aber man kriegt keine Updates mehr. Das ist das Doofe. Und wir wollen ja die Updates haben. Alter, ey. Wir spielen das ja nicht nur aus Lust und doch auch aus Lust und Laune, aber wir wollen natürlich auch ein bisschen sehen, wie es sich entwickelt. Das Spiel, ne? Genau. Ah, okay. Pistole, das. Sehr schön. Ja. Was halt das Problem ist, dadurch, dass es ein bisschen verzögert ist, halt, wenn du irgendwo stehen bleibst und zielst auf einen Zombie und sagen wir mal, es sind mehrere. Zum Beispiel, jetzt bin ich an so einem Bauernhof jetzt hier. Und da sind jetzt keine Zombies. So, jetzt warte ich mal kurz einen Augenblick und bleib hier stehen. Mal gucken, wann die aktualisieren. Dann ploppen die auf einmal auf. Wenn du halt Pech hast, dann schlagen die dich. Und du bist aber gar nicht mehr an der Stelle, wo die dich schlagen. Ach so, ja, klar. Stehst du, das ist das Doofe, ey. Aber das habe ich bis jetzt noch gar nicht gehabt. Warum sind hier überhaupt keine Zombies? Ja, bei mir sind auch so wenige. Ich habe jetzt hier noch einen Vibe. Boah, jetzt bin ich gerade an so einem größeren Haus. 2 und 5 sofort hier, ey. Das gibt's doch nicht. Normal. Bei mir bist du aber im Moment auch immer Player Name. Kein Zombie getötet, nichts. Ja, und ich hab schon 5 Zombies gekillt. Also irgendwie ein bisschen Barry, aber Hauptsache du bist bei mir drin. Genau. Erstmal. Weil das spielt ja keine Rolle, wie viele Zombies man jetzt getötet hat. Ist kein Level hier. Glaube ich. Oder leveln wir hoch. Oh. Gras, ey. Ich schlag die ganze Zeit auf Gras. Na jetzt. Life.
Life ist live. Falle. So. Oh. Ach, stimmt. Ich habe ja letztens, also wo uns das alte Haus noch gab, da hatte ich ganz viele Fallen schon gebaut für unseren Graben und so. Und die habe ich gar nicht mehr. Schade. Ah. Oh, jetzt sind hier aber. Oh, jetzt sind hier aber viele. Einer. Zwei. Nein, doch nicht. Na jetzt. Jetzt aber. Zwei, da ist auch noch einer. Du willst nicht, ne? Doch, du willst. Aber ich habe 35 Zombies eliminiert. Bei mir steht 34. Echt? Hm? Ja, irgendwas ist buggy im Moment hier dran noch. Hoffen wir mal, dass es sich legt. Wenn nicht, hat sich's halt nicht gelegt. Ja, und die Welt ploppt so spät erst auf. Ja. Ohne Spaß, lauf gerade im Nichts, ey. Fuck, ich fall runter! Nein! Died? Was soll das denn für ein mieser Fuck, ey? Oh! Da war auf einmal die ganze Erde war weg. Ich war halt in der Luft, schwebte ich sozusagen. Dann wäre ich nicht mehr weitergegangen. Ja, wusste ich auch nicht. Ja, klar, das ist. Aber was ist los, ey? Das seit Steam ist es irgendwie buggy. Sag nicht mal buggy, das hört sich schwul an, ey. Ja, was soll ich sonst sagen? Der ist verbuggt, aber nicht buggy, ey. Ja, aber buggy ist ein ganz normales Wort. Mal kurz rausgehen. Nochmal mich verbinden. Das ist leider ein ganz normales Wort. Ja, aber buggy, das hört sich so. Ja, was? Es gibt auch Strandbuggy, sagst du auch? Das hört sich scheiße an. Das ist was anderes, aber so, ey, das ist voll buggy. Oder wie so, wenn du zum Beispiel sagst, warte mal, du bist so awesome. Verstehst du? Das ist so, boah, die englische, deutsche Vermischungssprache. Das war. Jetzt stell die nicht so an. Jetzt stell dich nicht so an. Ich bin wieder da, hab aber jetzt nichts mehr. Kacke. Hast du alles verloren, ne? Hast du alles verloren, was wir aufgebaut haben? Ja, außer die Sachen, die ich halt im Inventar hab. Und Gott sei Dank hab ich die da alle reingetan, ne? Also die meisten Sachen. Boah, Glück gehabt, ey. Ich hab halt nur ein Gewehr verloren. Patronen leider ein paar. Ja, aber das ist ja noch. Wir hatten schon Schlimmeres. Wir hatten schon Schlimmeres. Ja. So, das Gewehr da reintun. Munition. Jetzt hoffe ich mal nicht, dass das einstürzt. So. Doch, es stürzt ein. Gut zu wissen. Dann muss ich also da auch noch ein hin tun. Oh, ich nehme mal meine Waffe. Pistole. Ich finde, die Pistole ist irgendwie so rar geworden. Kann das irgendwie sein? Wie meinst du das? Ja, so wenig. Echt? Mhm. Na gut. Dann werde ich mal rauskommen und dir noch in der Zeit, wo jetzt. Scheiße, ey. Mein verfickter Scheiß, ey. Ah! Sieht ja sehr gut aus, ey. Ja, ja. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Ich weiß. Ich baue es ja auch. Warst du jetzt schon in allen Häusern drin? Nee, ne? Oh. What the fuck? Wo kommt die denn alle her? Ne, ich hör's grad. Hä? Ich bin rausgekommen auf einmal, ey. Aber übelst viele, ey. Das ist sowas von verbuggt heute. Hier riecht's nach Döner. Was ist das denn jetzt? Döner.
Wo riecht es nach Döner? Hier.